Wir machen weiter. Wir bleiben drin. Weiter, weiter ins Verderben. Oh, ich habe sogar doppelte was, Karten. Was, für ein was funktioniert immer, um eine Party an aufzupeppen? Komm, das nehmen wir mal. Ich denke mal, besonders immer weiß das. Mhm. Der Party-Löwe. Mhm. Ach, ja. Du Scheiße. Das ist ja, das ein kreatives auch. Blatt, das ich diesmal habe. So, was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Verbittertes Ficken, Alter. Stellt euch mal so ein Thaddäus-Gesicht vor, als er den Mundwinkel unten hatte. Oh. Um eine Party aufzupeppen mit der Freundin des Gaski, was denkst du? Also man wird auf jeden Fall für den Stoff sorgen. Weißt du, was funktioniert? Außerdem immer noch, um eine Party aufzupeppen, eine gut koordinierte Symphonie von 14. Ja, definitiv. Das, ja, das finde ich nicht. Das ist also das wäre eindrucksvoll. Ja. Oh. Um eine Party aufzupeppen, Bombenstimmung. Ja. Um ein Party aufzupeppen, das saftgleitende. Jetzt wird's sinnlich, Alter. Jetzt wird's sinnlich. Flo! Ich wusste, dass ich euch damit krieg. Boah. Alter, jetzt wird's richtig sinnlich, ey. Ja, ja. Wohl eher sündlich. Diese Sendung ist unter 18 nicht geeignet, weißt du? Aber nicht verboten. Hallo! Nach dem Erdbeben brachte Frank-Walter Steinmeier den Haitianern. Was brachte er denn? Was brachte unser Bundespräsident den Menschen auf Haiti? Ich weiß nicht mehr, wer dieser Frank Walter ist. Jetzt bin ich gespannt, was immer hat, wenn er sich das ist unser Bundesminister. Das ist ein Politiker. Okay, damit kann ich arbeiten. Was passt dann? Deutsche Minister. Das ist unser Bundespräsident. Ja, ja, kennst du den nicht? Ja. Nö. Damals war er aber Außenminister. Staatsoberhaupt Deutschland. Macht er ihnen Juporn. Schlecht. Harald. Ein Leben voller Trauer und Einsamkeit. Oh. Die Karte hätte ich bissige, ja auch. Bissige Gänse. Eine Powerpoint. Nein! Unser liebes Chevy. Ja. Und die warst du mit Mond deckte Substanz. Nee, du, ey. Ja. Oh. Was hilft Donald Trump beim Entspannen? Ich habe zwei gute Karten, die ja passen, aber ich weiß nicht. Ich hoffe, das gefällt. Also egal, welche Karten ihr jetzt spielt, das sind alles Fake News. Ja, deswegen nehme ich die auch. Wenn ihr eine Karte auf der Hand habt, wo Fake News... Vielleicht habe ich genau die Karte gespielt. So, was hilft denn meinem Kollegen zu entspannen? Barack Obama. Oh. Ja, im Oval Office in Weinkammer. Ja. Was hilft Donald denn noch beim Entspannen? Einen fick dich. Ist das eine Vogelart? Ja. Ja. Das hilft Donald sonst beim Entspannen. Sicherheitsscheiße. Nicht zu verachten. Was gefällt dem Donald noch? Die 8 von Erdogan. Jetzt wird es orientalisch. Oh, was hilft dir denn ansonsten am besten beim Entspannen? Die Pussy Grab. Grab that pussy. I grab her by her pussy.
Ja, komm, ganz ehrlich. Ach, Mann. Ja, die 8 Ziegen. Wenn Männer auf Ziegen starren. Ja. Hendrix. Machen das Highlight meiner Woche. Oder war das Highlight meiner Woche? Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ah, nee, doch. Ja. Ich hätte sonst alternativ gedacht, das genommen. Nee. Ich will davon angelangt. Oha. Sex mit Patrick Star. Ja. Der hat sogar 5. Eine merkwürdige Mailbox-Nachricht hinterlassen. Einen sehr langsamen Wettbewerb voller Ruhe. Okay. Ja, genau. Der schön wie Dirty jemand Talk. Ja, ja, wer weiß. Ja. Holy shit, Gott, ey. Das ist schwer. Ich glaube, ich nehme 1, 2, 3, 4 oder 5. Was nimmt er? Das. Ach, nein! Mann. Ich dachte, der Immortal. Ja. Okay. Warte, das muss ich jetzt immer noch. War doch gar kein Immortal, oder? Angela. Nein, es war ja eine andere Woche, aber. Ja. Als ich auf LSD ja, okay. war, verwandelte sich Piep in Piep. Oh, das ja, komm, das nehmen wir. Scheinbar habt ihr beiden ein gutes Platz, wenn ihr die Haken setzen könnt. Ja, ohne, sofort ohne Probleme, ich weiß. Ich hoffe, das klappt. Als ich auf LSD war, verwandelten sich zwei dicke Möpse in am Kölner Hauptbahnhof von Flüchtlingen begraben. Was? Die ich sogar mit Zeitreise. Verbrachte ich Als ich auf LSD war, verwandelte sich Pikachu, ich wähle dich in... Na komm, öffne die Karte. Als ich auf LSD war, verwandelte sich der Milchmann in Zentauren. Als ich auf LSD war, verwandelte sich LSD in Supermarkt. Ein neuer Held wurde geboren. Verwandelte sich Analverkehr in Mund. Oh. Alter, hier ist ziemlich viel geiler Shit dabei. Ja. Absolut. Sehen Sie gleich nach der Werbung. Ja. Der nächste Freisender wird für Sie reserviert. Ja. Rufen Sie jetzt an. Unter der 090. Nein! Wieso? Ich musste mich entscheiden und da musste ich einfach zwischen Pest und Cholera, Corona und noch ein paar anderen Sachen wählen. Oh, nee, ey. Das hatten wir schon mal. Weiter? Ah, das hatten wir schon mal. Das überspringe ich mal. Punkt, Punkt, Punkt. Einmal gepoppt und nie mehr gestoppt. Boah. Ja. Manchmal kriegt man einfach knüppelharte Sachen. Achso, ihr habt das geändert. Aber wir müssen Stand auf bleiben. Heiliger Scheiß. Ja. Ich hab jetzt was Böses. Ja. Flui auch, der schreibt bestimmt, das dauert nicht. Nee. Ich hab nicht so die geilen Karten und mir fällt nichts so Geiles ein. Verbrannte Babys. Boah. Boah. Ja. Oh, der ist böse. Aue-Fan. Ah. Ja.
David Krause. Krause? Ja. Okay. Ja. Noch was? Was ist das denn? Und es gibt Doppelte? Der hat nur viele Nachbar. Ganz ehrlich, komm, dann nehmen wir das. Ja! Nein! Boah. Flo, wirklich, du hast das gleiche genau wie ich? Boah, das wollte ich dich auch gerade fragen. Hör auf, in meine Karten zu gucken. Warum willst du meine Karten? So, zum Scheuern und nee. Putzen nur benutzen. Wunderschön. Nehmen wir das. Hendrickson. Ich musste noch überlegen. So. Ich habe heute ein bisschen geputzt und da habe ich zum Putzen genutzt. Rufus-Videos. Okay. Zum Scheuern. Außerdem habe ich benutzt alle Schwarzen von Amerika? Boah. Wenn du es dir leistest. Das Haus war sauber, ey. Das Zeug von definitiv, das war. Zum Putzen habe ich außerdem genutzt ein durchgeschwitzter Arsch. Das war dann nicht so sauber. Zum Scheuern habe ich genutzt deine Visage. Gut. Außerdem habe ich genutzt die Bibel. Oh. Grüßen jetzt an den Rufus, der gerade im Krankenhaus liegt. Alter. Eieieiei. Und ich dachte, die Rufus-Videos packen dich. Nee. Studien ergaben, dass gut für die Gesundheit ist. Kombinator ist dran, ne? Nimm mal das. Mhm. Ja, du kennst mich. Ja, immerhin. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ein bisschen am Schwanken. Mal sehen, ob ich dich damit kriege. Weißt du, der bellende Hund, der vorhin gebellt hat, jault jetzt. Das ist unglaublich. Der war in deiner Fantasie. Boah. Da warst du gerade auf LSD. Ich glaube schon. Ja. Schön den ganzen Satz. Das Meerschweinchen hat sich in einen bellenden Hund. Schön den ganzen Satz gleich vorlesen, ne? Ja. Das wird lang. Oh, okay. Jetzt kommt's wahrscheinlich. Alle haben Corona geschrieben. Corona. Studien ergaben, dass Harald Fuller gut für die Gesundheit ist. Studien ergaben, dass mit der Kraft von 10 Sonnen 100 Sonnen kulieren gut für die Gesundheit ist. Ja. Ein Dreier mit deiner Mutter und deinem Vater haben gut für die Gesundheit. Oh. Stärkt die Familienbande. Richtig high werden gut für die Gesundheit ist. Nur Rage Quit. Also, Pimlau und Rage Quit, das ist offensichtlich, dass das wahrscheinlich von das eine von Immon und das andere von Flui gewählt wurde. Was? Ja, das ist ja. Aber ich finde das hier schön. Oh, Rage Quit war von Flo. Ja! Immon, du hast gibt was. Tut mir leid, aber das wollte ich diesmal nicht bringen. So. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lied. Oh, das ist jetzt schwer, sowas da in die Lücke zu füllen. Nee, das geht. Nee, das ist cool. Nee, das ist nicht lustig. Ich bin aber auch gespannt darauf, wie die unterschiedlichen Texte der Lieder sind. Ja. Das F-I-C-K-I-N-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann... Was? Denn am besten geht's zu dritt, oder was hast du gerade gemacht? Ja, auch. Boah. Boah, jetzt muss ich auch singen. Ja, dann sing mal. Das wird lustig. Jetzt euch ans Lagerfeuer, singt das aus der Säuglingsstation in die Brutkästen furzen zu liegen. Boah. Holy shit, ey.
Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das in eine Landmine laufen sagen. Das ist aus dem Krisengebiet ein Song bestimmt. Oh Gott, ey. Setzt euch ans Lagerfeuer, das ist Fettliebigkeit-Lied. setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Bundes nur einmal im Jahr. Shit, ey, Bundes nur einmal im Jahr. Bundes euch ans Lagerfeuer, im Jahr. Das klingt der Spritzenzeit. Oh shit, ey. Ja, hier, komm. Ach Mann! Oh nein! Warum? Meins hat melodisch gepasst. Ja. Das ist das nächste Happy Meal Spielzeug. Oh, da geht das drauf. Oh nee, ey. Entschuldigung. Alter. Schon wieder. Das sind jetzt mal die Soundeffekte. Die Soundeffekte. Ich wusste nicht, dass du in der Effekteabteilung des Films arbeitest. Immer wenn so eine Karte aufzeigt. Das ist das nächste Happy Meal Spielzeug. Embryo Stammzellen, okay? Was ist das nächste Happy Meal Spielzeug? Unglaublich. 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 Unglaublich ist das nächste Happy Meal Spielzeug. Das nächste Happy Meal Spielzeug ist in dem Fall, dass Hitler nichts falsch gemacht hat. Ja. Was ist das nächste Happy Meal Spielzeug? Heilige Magdalena. Okay. Und das letzte nächste Happy Meal Spielzeug ist Bienen. Was die Tüte aufguckt, ja. Ein Bienen? Ja! Oh nee, ey. Er war sich ja sogar unsicher, hätte ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Piep! Möchte ich niemals in mein. Boah, das könnte ja echt alles sein. Gemüse. Vergesst nicht, ich esse so ziemlich alles. Deswegen nehme ich das. Ich bin mal gespannt, ob alles klar. Du isst alles. Ich bin mal gespannt, ob Flobald das auch essen würde. Ja, deswegen habe ich das genommen. Da bin ich auch gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Ein riesiger Pferdeschwanz möchte ich niemals in meinem Essen. Oh, ein Narzissen-Gänseblümchen-Sandwich möchte ich niemals in meinem Essen. Nein, ich will meins mit Sauerampfer. Eine Schnappschildkröte mit einem Penis-Maul möchte ich niemals in meinem Essen finden. Ich gucke erst mal zur Zeit runter, ob es meiner ist. Ja. Oh. Tote Juden möchte ich niemals in meinem Essen finden. Nicht. 1970er Nachrichtenmoderatoren möchte ich niemals in meinem Essen finden. Was will ich denn überhaupt nicht in meinem Essen haben? Dann treffe ich nicht mit Cartman. Ja. Nehmen wir das Ungesundeste von allen. Ja! Ich hätte gedacht, dass du das Ungesundeste. Das Sandwich war das Beste von der ganzen Karte, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Mit Kindern getestet, von Müttern freigegeben. Boah. Oh, das. Ach du Scheiße. Nee, das geht eigentlich besser. Das passt besser. Ich habe zwei Auswahlmöglichkeiten. Oder nicht sogar drei.
Okay, da kann ich über nichts lachen von den Sachen, die ich hier habe. Dann schreib was. Dann schreib was. Ich hab jetzt sogar, was ich gewählt habe. Du kannst immer was schreiben. Für drei Auswahlmöglichkeiten. Bist du noch wach? Ich schlaf nicht. Ja, aber fui. Ich bin da. Bin da. Der muss nur deine bewegen. Oh nee, ey. Das ist zu offensichtlich. Immer seine skilligen Videos, FIFA-Videos, alle immer abonnieren. Yo! Von Kinder getestet. 10- bis 12-Jährige für Videos und trotzdem sagen, dass man nicht pädophil ist. Ja, ja. Alkoholismus! Und wechselst mal jetzt in Fakten und Giraffen. Ich nehme den Alkoholismus. Was? Ja. Nicht die Immons-gelegen Videos. Nein, nicht die. Nicht Immon abonnieren. Nein, nicht alle. Nicht alle sollen Immon abonieren. Alles klar. Ja, weiß Bescheid. Studien haben wir gegeben. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Schon. Wieso? Wir können neue Studien nehmen. Eine neue. Was ist neue Trend-Diät. Trend-Diät. Trend-Diät, keine Ahnung. Trend-Diät, keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht, ob ich das oder das nehme. Auch hier können die Zuschauer nachträglich bei mir natürlich bewerten, was besser gewesen wäre. Insbesondere Fluik. Was? Das ist die neue Trend-Diät. Schließlich bist du dran, ob du das andere hättest genommen oder nicht. Wenn ja, dann ärgere ich mich natürlich. Keine Ahnung. Die neue Trenddiät ist eine Mango sichteln und berühren. Okay. Man weiß ja nie, wo man die Mango berühren darf. Eine neue Trenddiät ist masturbieren. Eine neue Trenddiät ist ein feuchter Furz. Eine neue Trenddiät ist so wütend werden, dass... Ach, ich bin so sauer, ich bekomme Halbsteif. Eine neue Trenddiät ist Prostituieren. Das. Ach, Terminator. Nein, er hat vier. Ach, Mist. Aber ich kann jetzt die Runde kann ich ja jetzt nicht gewinnen, weil ich selber dran bin. Ja, und ich hätte gedacht, dass du das mitnimmst. Schade. Was oder wer ist für den Tod von John Fitzgerald Kennedy verantwortlich? Sag einfach John F. Kennedy. Wir wollen hier ein bisschen Bildung machen. Für immer uns Zuschauer. Ja, genau, für unsere schönen Zuschauer hier draußen. Bildung in dem Format, alles klar. Ja. Also, meine lieben Kinder, der hieß nämlich John Fitzgerald Kennedy. Ich dachte Frederik. Günther. Günther, ja, ich bin da. Also, wer oder was ist für den Tod von John F. Kennedy verantwortlich? Das Sexleben vom Papst. Okay. Der Typ mit der Krone? Aha. Okay. Wohl eher Kanone. Alter! Ein starker Mongoloid. Mongoloid? Okay. Der Papst. Also, in jedem Fall war es der Papst. Also, hier der Papst. Hier entwickelt sich gerade eine Geschichte. Ja. Das ist das Sexleben. Ja! Er hat gegeben, weil er sonst geredet hätte. Immer! Ja, was erwartest du? Ich töte dich, Kennedy. Mit dem Sexleben von Papst, oder? Nee, ey. Hier liegt Tode Mattern. 76 bis 016. Ihr Lieben, ihre Liebe und. Oder ihr Leben, ihre Liebe und tiefe Freundschaft widmete sie. Ich kann auch nichts anklicken. Mattern. Dem Kindesmissbrauch. Habe ich hier. Scheiße. Ich kann hier tatsächlich noch gar nichts anklicken. Okay. Ich bin immer noch bei der letzten Frage. Kommt gleich dann. Alles gut. Okay. Bitte bleiben Sie dran. Ich habe das nämlich auch schon manchmal gehabt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Din, 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 din.
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ihr Anruf ist an. Wichtig. Bitte bleiben Sie dran. Der nächste freie Zeitarbeiter ist sofort für Sie verfügbar. Der nächste freie Mitarbeiter ist in 30 Minuten frei. Ich gehe währenddessen mal auf Klo, ne? Ah, ich kann endlich was drücken. Flubberst. Oh, so ein Witz. Normalerweise müsste der jetzt fertig sein, langsam. Sein Ping ist bestimmt irgendwo bei 800. Ja. Ja! Gott sei Dank. Also, Trude Madan widmete ihre Liebe und tiefe Freundschaft dem Fremdnass. Ja, kann man machen. Zudem widmete sie sich hingebungsvoll und mit ganzem Herzen Sepp Hackenkreuz Stecker für seinen neuen Camaro schenken. Aha. Voller Hingabe widmete sie sich außerdem der, die eine Lehrerin, die super heiß war. fast am meisten hat sie sich ganz hingebungsvoll meinem Sexleben gewidmet. Ja, ja, ich weiß genau, warum ich 2016 nicht mehr in der Schule war. Am stärksten hat sie sich natürlich mit vollem Einsatz Stefan Raabs Grinsen gewidmet. Das hört sich echt wie so eine Beerdigungsrede an. Hier liegt sie und wir trauern um sie. Wir erinnern uns an ihren fremden Hass. Dass sie Hakenkreuze für Sepp machte. Die Lehrerin, die super, mit der Lehrerin zusammen war, die super heiß war. Mein Sexleben aufgebessert. Ja, komm hier. Das sagte der Pastor. Ach Mann. Das ist Cards Against Humanity, das muss bitter sein. Ja. Holy shit, ey. Oha. Hendrik. Wer Schiri schlecht pfeift, ist im Spiel. Jetzt ist erstmal alles still. Ja, ich trau mich nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das, weil ich weiß, dass er das nicht leben würde. Ich nutze es einfach, weil es so passt. Ja. Der Schiri schlecht pfeift, ist Jesus im Spiel. Ja. Okay. Wenn der Schiri schlecht pfeift, ist Fimla-Armee im Spiel. Okay. Wenn der Schiri schlecht pfeift, ist Apple im Spiel. Okay. Der Schiri schlecht pfeift, ist immer mal wieder im Spiel. Danke! Und wenn der Schiri schlecht pfeift, ist Jascha Zuhalt im Spiel. Oh. Okay. Ja. Es ist schwer. Ja, ich glaube... Die Fimmler-Armee. Ach Mann! Bei Flui hätte ich aber eher gedacht, dass er Betrug nimmt. Ja, genau. Sind Druck und Schie. Ja. Oh, ich bin mal wieder dran. Mhm. Neulich in Dresden habe ich. Na, was wollt ihr, was ich sage? Nee, das, aber naja, gut, wenn Flo vorhin schon gesagt hat, das muss in diesem Spiel rein, dann werde ich das jetzt auch packen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was habe ich denn gesagt, was rein muss? Ja. Das, was raus muss am Ende. Ja. Und nicht vergessen, wenn du mich nicht wärst, wenn du jetzt Flui oder den Robinator wählst, haben die gewonnen. Ja, eure Namen solltet ihr dazu schreiben. Ja, das warte, ich schreibe nochmal dazu am Abschluss. Ja, so. Mit besten Grüßen. Neulich in Dresden habe ich Dynamo vergewaltigt. Alter. Der wäre hier fast mitgekommen heute dabei gewesen.
Ach, das ist eine Person. Ja. Okay. Ja. Neulich in Dresden habe ich brutal auf einen Menschen einstechen, weil man Langeweile hat. Alles klar. Ja, kann man machen. Der hat schon mal nicht gewonnen auf grammatikalischer Ebene. Neulich in Dresden habe ich depressive Jugendliche, die jeden Tag versuchen, sich selbst umzubringen, weil sie sich hässlich finden. Was hast du mit denen? Auf die Grammatik kannst du nicht wirklich gehen. Alles gut. Neulich in Dresden habe ich 3 Frauen vergewaltigt und danach verspeist. Neulich in Dresden habe ich... Öffne die Karte bitte. Alter. Neulich in Dresden habe ich muslimische Veganer mit frischen Schweinen gemacht. Und das in Dresden. Dem Umstand meines Hungers geschuldet, nehme ich das. Willst du ein paar Frauen vernaschen, oder was? Ich glaube, ich habe da was missverstanden, oder? Ja, heute Abend denke ich an. Oha, jetzt geht's los. Ich wette, ich weiß, was Robinator jetzt getan hat. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was denk? Das ist alles gut. Aha, ich weiß es! Ja, also. Oh, ich hab's nicht geschafft! Das zu schreiben. Heute Abend denke ich an Erstgeborenes mit Bacon und Pickles und 10 Minuten in den Backofen. Ja. Oh. War jeden Tag, was erwartest du? Ne? Jeden Tag. Ja. Immerhin bin ich zum Essen eingeladen. Ja, weiß ich noch nicht. Oh. So, nächste. Die Uf. Die Uf? Ja? Ja. Hallo? Hallo? Oh, ist er raus? Ich bin noch da. Nee, ihr seid aber aus dem Spiel rausgeflogen. Ich bin aus dem Spiel rausgeflogen? Nein, was, Louis ist aus dem Spiel rausgeflogen bei mir. Bei mir ist Robinator. Bei mir ist deine Mutter. Bei mir keiner. Bei mir ist Robinator. Masturbation? Ach, hast du das nächste gesehen? Ja, ich sehe jetzt das nächste. Masturbation. Okay, danach das nächste. Weil ich sehe es nicht. Ich sehe nichts mehr. Das sehe ich nicht. Das kommt gleich bestimmt. Dann warten wir mal. Also ich habe jetzt hier als zweites deine Mutter. Deine Mutter? Ja. Als drittes ist Masturbation. Okay. Genau. Viertes? Und dann? Noch nichts. Jetzt sie ist da. Genau, deine Mutter, Masturbation. Kleine Elefanten. Und wir nehmen einfach Corona und Jetzt war das. Das habe ich auf Twitter geschrieben. Das nehme ich auch. Ja! Folgst du mir auf Twitter? Oh nee! Nein, den Zeit habe ich nämlich auf Twitter geschrieben. Unglaublich. Als ob Flui den Satz, den ich auf Twitter geschrieben habe. Einmal kopiert. Ja, wir nehmen einen Kommentar und schieben ihn vor. Wollen wir noch eine Runde spielen? Yay!